besten Spiele und ich denke, es sind Memes. Ich soll anfangen, weil ich schwitze wie ein Schwein. So, bei den Choose Weapon Game News. Wir schauen uns die Woche vom 25. bis zum 31. Juli an und das ist eigentlich Sommerloch. Da ist es. Du hast auch reingeschaut, Alter. Ich finde dich. Deswegen keine Releases. Keine Releases. Vielleicht haben die Indie-Games ein bisschen mehr. Und natürlich haben wir was bei den Indie-Games. Wie soll es auch sonst sein? Ich habe mich durch, ich glaube, 8 oder 9 Seiten Indie-Games der letzten Woche durchgeklickt und das sind viele. Aber eben nur die besten. Und das erste Spiel heißt Lovely Planet Arcade. Ja, das ist der Nachfolger von Lovely Planet mit einer Shotgun. Ja, wer jetzt nicht weiß, was Lovely Planet ein Spiel ist, das ist schon ein bisschen ein weirdes Game, würde ich mal sagen. Es ist ein First-Person-Speedrunning-Shooter und das in einer super Comic-Welt, alles bunt und low-poly und man springt eben rum über fliegende Plattformen und scheiß, super abgedreht. Ja, das ist eben der zweite Teil und diesmal hat man eben eine Shotgun anstatt die seltsame Blumenknarre aus dem ersten oder was das war. Ist es auf Steam raus und kostet 6 Euro. Und das zweite Release werden einige wahrscheinlich schon kennen oder vielleicht sogar spielen. Starbound ist jetzt raus. Ja, das war ewig lang in Early Access. Ich hab keine 2 Jahre, 10 Jahre, 20, man weiß es nicht. Ist schon irgendwie seit immer in Early Access und ist jetzt offiziell 1.0 Gold raus. Es ist Terraria in Space im Prinzip. Also 2D Minecraft rumlaufen, Bäume umhauen, Zeug craften, nach Erz suchen. Spacebäume. Gut, dass du es klargestellt hast. Also wer es noch nicht hat, jetzt wäre vielleicht die Gelegenheit, sich mal anzuschauen. 14 Euro. Und das dritte und wahrscheinlich größte Release, je nachdem ich was finde, ist Bad Rats Show. Naja, Klassiker. Das ist der Nachfolger von Bad Rats. Wer Bad Rats jetzt nicht kennt, fragt mal irgendjemand aus eurer Steam-Freundesliste, ob er Bad Rats hat. Wahrscheinlich jeder. Keine Ahnung, stimmt, eine Kopie vorher gebraucht. Das kostet nämlich normalerweise, ich glaube, 40 Cent im Summer Sale jedes Jahr und deswegen hat es irgendwie jeder momentan. Und ja, jetzt kommt eben der zweite Teil raus. Es sieht genauso aus, es spielt sich genauso, es ist der gleiche etwas seltsame Humor. Ja, ist es auf Steam raus und kostet aktuell 5 Euro. Ich würde mal sagen, wartet noch irgendwie bis zum nächsten Summer Sale, dann kostet es wahrscheinlich 1 Euro. Ja. Oder holt es euch vor, der LOLs ist im Prinzip Bad Rats 1, bloß halt mehr davon. Und das kostenlose Spiel diese Woche ist die Pre-Alpha-Demo-Version von dem System Shock Remake, was jetzt gerade gekickstartet wird. Ja, also für alle Leute, die System Shock mögen, auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und die, die System Shock nicht kennen, die sollten sich vielleicht auch mal anschauen. Ist der Vorgänger von Bioshock übrigens. Link ist immer unten in der Beschreibung und jetzt machen wir die News mit nicht Matt Wurst. Yay! Wir schauen, was newsmäßig die letzte Woche passiert ist, bevor ich komplett wegschmelze. Brettspiel des Jahres 2016 wurde gekürt. Das klingt spaßig. Ja, ihr solltet mehr Brettspiele spielen. Das macht Spaß mit richtigen Leuten, die neben einem sitzen, die man dann auch boxen kann. Das geht online halt nicht wirklich. Das ist der Vorteil von Brettspielen. Und ja, Spieler plus eine Fachjury hat am Montag die Spiele gekürt. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Da stehen alle drin. Ganz kurz, Spiel des Jahres wurde Codenames von Vlada Chvatil. Ja, hasst mich, weil ich es falsch ausgesprochen habe. Und Kinderspiel des Jahres wurde Stone Age Junior, was ab 5 Jahren ist. Das heißt, die meisten von euch können es spielen. Vor ein paar Monaten dachten wir noch, Nintendo liegt im Sterben mit, ich sag jetzt nicht Konsolen-Flops, aber die haben sich nicht so geil verkauft, wie sie es selber gedacht haben. Und plötzlich ist Nintendo mehr wert als Sony. Ja, das ist nämlich diese Woche passiert. Pokémon Go größtenteils wird wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt sein. Sie haben die Mini-NES angekündigt, was vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen reinspielen könnte. Was man dazu sagen muss, Pokémon Go ist ja nicht von Nintendo entwickelt, sondern von Niantic, die Typen, die Ingress gemacht haben. Aber Nintendo hat natürlich Aktien, das ist ja ganz klar. Also das könnte natürlich dann auch der Grund sein, warum sie so gewachsen sind in so kurzer Zeit. Harte Zahlen, 39,8 Milliarden zu 38,34 Milliarden, die Sony am Dienstag hatte. Yay, Aktien-News, das war's auch. Selbst in News ist heiß, nichts passiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, haut rein. Positive Wertung, Alter. Das ist halt, die Physik sind halt immer jedes Mal gleich. Ja, das beschäftigt damit männlich. Er übt noch. Und das hat dann so dumme Ratten auch irgendwie. Mafia-Ratte. Das hat irgendwie so aus wie ein Mafia-Typ irgendwie mit Hut und Anzug Ratte. Und sowas. Und hat halt irgendwie seine Tommy-Gun dabei. Und da schießt dann halt Käse irgendwie auf die Kugel, auf den Ball, der da vorbeikommt, wenn er in seiner Sicht fällt und schießt die rüber. Mhm. Und das ist halt jedes Mal irgendwie random anders, wie er die trifft. Bad Rats! So ist es. Wenn alle im Urlaub sind, dann kommen die Indie-Entwickler aus ihren Höhlen raus. Ich hab da was gemacht im Winter.